Weil die eigentlich die Drifts haben. Ach fuck. Ja, können wir nochmal neu starten. Ja, jetzt habe ich nicht mehr genug Speed für die nächsten Kurven und das hätte ich besser machen können. Man soll die Drifts eigentlich verbinden, es gibt mehr Punkte, aber ist echt schwer, weil da so viel gerade zwischen ist. Beast, Beast. Das ist das Beast im Driften. Wuhuhu. Er ist einfach so geil, der Wagen. Damit kann man einfach die Drift halten. Da, einmal kurz Handbremse antippen und durch, 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 durch. Mega Drift in your face, bitch. Oh Mann, wie ich diese Wagen einfach nur abgöttisch liebe vom Driften her. Scheiße, da hat's mich weggehauen. Dammit! Da kam eine schöne Rechtskurve. Ich hätte das so schön. Nein, toll. Oh, da habe ich die Punkte von dieser Kurve kaum gekriegt. Kacke. Ah, ja komm, jetzt bleibt doch nicht an. Der berührt das Ding minimal und schon ist die Karre im Arsch. Und echt wäre das auch nicht so. Klar, in echt könnte ich auch keine Betonwelle zerreißen, aber dann bleibe ich auch nicht an sowas hängen. Na, das war jetzt nicht so schön gedriftet, ehrlich gesagt, aber hey. Einfach hier ein bisschen querfahren, gut wieder. Und Handbremse rum. Go, 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 go. Komm, machen wir noch ein bisschen mehr dran. Ja, das war jetzt nicht so perfekt wie gerade, aber es reicht. Falsche Richtung. Da ist die Kurve. Ach, scheiße. Ja, habe ich in die falsche Richtung geschlingert. Ja, ich will das wenn jetzt perfekt machen. Wir wollen ja auch hier 3 Sterne haben. Und das geht nicht, wenn ich hier schon am Anfang schudere. Das ist einfach nicht möglich dann. Hallo. Du sollst... Mann, jetzt drift doch mal. Die Karre ist aber echt so gepolt, dass er... Ne, Handbremse nicht an. Ne, dann drift ich nicht. Dann kannst du dir aber mal ganz schnell knicken gehen. So, und Handbremse. Rum, 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 rum. Ja, 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 ja. Schön. Ultra Drift. Wow, das hätte ich auch noch nie. Ah, läuft ganz, ganz gut vom Driften her. Ja, gefällt mir. Aber viel Speed gerade verloren, das war jetzt nicht unbedingt das Beste vom Besten, aber hey, okay. Nein, da berühre ich das Ding wieder minimal, ey, das ist zum Kotzen, das ist echt, sorry, aber wenn ich das Ding streiche, dann muss ich nicht direkt abfliegen. Aber ich fahre jetzt die ganze Zeit hier im Kreis, oder irgendwie, sah gerade so aus, nee, fahren wir doch nicht, okay. Ja, okay, 3 Sterne wird hier doch auch schwer mit der Karre. Komm, zieh, 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 komm, jetzt muss ich in die Kurve und rum. Oh, 1000, wir haben noch 10 Sekunden, scheiße, Mann. Rum, 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 rum. Ja, wir werden die Punkte einmal einheizen, wir werden aber hier, leider Gottes, haben wir, guter Drift, guter Drift, guter Drift, guter Drift, guter Drift. Gut, wir haben auf jeden Fall 2 Sterne. Das reicht mir auch erstmal im Driften. Die 4 Sterne, 3 Sterne können wir irgendwann später vielleicht mal nachholen, wenn ich da Bock hätte. Aber wir haben noch die 2 Sterne geschafft. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Erfolg. Wie viele Punkte kriegen wir? 10.000. Ja, sind wir auf jeden Fall schon mal Level Up mit. Das ist schon mal sehr geil. Straßenherrscher. Irgendwas Neues? Shindos Sylvian. Neues Fahrzeug freigeschaltet. So, weiter. Dominationsrennen, Küstencrash. Aber den da, nee, den haben wir noch nicht. Okay, dann fahre ich weiter mit meinem Nighthawk. Wie heißt denn? Kinghawk, nicht Nighthawk. Kinghawk. Ist ein Kinghawk, kein Nighthawk. Mein Gott, ey, das ist ja hier blamabel, was ich hier abliefer. So nicht, wenn ich die Autos aus Ridge Racer kenne. Ah, es gab hier 2 Routen, naja.
Was soll's, ist ja egal, wo man lang fährt. Boah, schön. Driftvernichtung und Wams. Da fahren wir doch jetzt einfach mal durch durchs Lagerhaus. Warum nicht? Das ist eine Abkürzung. Wams. Vielleicht, weil es Punkte gibt. Punkte, Punkte, Punkte. Die wir alle brauchen, um einen schönen Level 20er Sportwagen freizuschalten. Komm, fahr rüber, fahr rüber. Und ist er jetzt die Tanke als Punkt bekommen, du Arsch. Das ist meins. Dass er jetzt die Kurve nicht gekriegt hat, wundert mich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe ihm ziemlich die Kurve weg abgeschnitten. Ganz ruhig hier, ganz ruhig hier, ganz ruhig, bleib weg, bleib. Oh, oh, oh. Jo. Mein Gott, Alter, wenn ich mich mal anklopfe, musst du nicht noch mit Boost von hinten angeschossen kommen, Arschloch. Komm her. Ich vernichte ihn gleich, erst muss ich das Hafenbüro zerstören. Die haben mich verklagt, die Säcke. Ich weiß auch nicht warum, wegen Zerstörung irgendwie sowas. Ich glaub's hackt. Bleiben die anderen. Hinter uns ist gerade viel Lücke. Letzte Runde, ich bin Fünfter. Fängt ja gut an. Dun, 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 dun. So, lieber Rivale. Kuckuck. Scheiße, du hast Boost an, du Sackgesicht. Leck mich. Kleiner Penner, ey. Was, nur Pickups vorne? What the fuck geht hier ab? Nur Pickups. Erster, zweiter, dritter Pickup. Krank. Nein, nein, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ramm mich nicht. Ja. Bingo. Im richtigen Moment ausgeschaltet. Meine Rivalen haben wir jetzt zwar nicht bekommen, was mir natürlich ein paar Punkte jetzt gekostet hat, weil die hätte ich ja noch gerne gehabt von ihm, aber hey, was soll's. Wir fahren das jetzt zu Ende, da vorne ist schon das Ziel und dann haben wir hier, da hat er auch dominiert und das direkt im ersten Anlauf. Gut, gut, lief gut. Das ist halt der Vorteil, dass es Pickups waren. Die haben halt nicht den Dampf auf der Geraden. Die können halt von der Beschleunigung nicht so gut mit mir mithalten. Da ziehe ich die halt ganz deutlich. So, Küstencrash. 24.000 kriegen wir. 130.000 bis zum nächsten. Wow, das ist eine Menge. Gut, nächstes Rennen. Zeitprüfung. Witwenmacher. What the fuck ist das denn, Alter? Immortal. What the fuck? Sorry, der ist ja krank. Aber irgendwie kommt mir das wie Cheaten vor, wenn ich mit dem fahre. Weil das ist ja, obwohl das eigentlich. Komm, mit dem fahren wir jetzt einfach mal. Das sieht geil aus. Das ist ein Limited Edition Auto anscheinend. Hab ich doch gar nicht. Das war noch nie aufgefallen, der Wagen. Warum hab ich den nie gesehen? Aber der hat eine Beschleunigung und Topspeed, das ist krank. Wow! Hallo Beschleunigung! Du auch da, ja, schön. Fuck. Oh, kein Boost. Boah. Ich brauche nur ein Auto, was driftet. Und nicht sich dreht, wenn man aufs Gas tritt. Nicht eingesammelt, scheiße. So. Uhuhuhuhu. Ja, aber die 40 Sekunden schaffen. Könnte knapp werden. Oder natürlich schon ordentlich Dampf am Arsch hat. Dreh nicht. Na ja. Also, der ist eine super Beschleunigung, Topspeed. Problem ist, Drift ist mit der Karre 0 drin. Der will nicht. Aber der sieht auch.
Also irgendwie, die Optik ist irgendwie für Ridge Racer fehl am Platz. Zumindest mit den Autos verglichen an Bau. Den vorherigen Ridge Racer gab es ja solche Karren schon, aber trotzdem. Nein, die haben wir ausgelöst. Alter, come on, das ist eine Bodenwelle, da muss man nicht direkt quer gehen. Ja, ich. Das ist nicht Cheaten gerade mit der Karriere, das ist eher, mache ich mir gerade schwerer als es sein muss, weil der Wagen einfach viel zu böse ist für dieses Rennen. Ah, man kann mit ihm driften, okay. Wenn man möchte. Sie können stören sogar eher, weil wenn sie vor allem direkt zerfallen, sieht man erstmal in der Zeit nichts, das ist zum Kotzen. So, komm. Und hier. In die Halfpipe rein, Halfpipe runter, Halfpipe hoch. Die Handbremse ziehen, damit man rumkommt. Ja, das ist. Ich hab getippt, der denkt sich da nicht, aber. Geil. Bitte flieg nicht höher! Danke! Wow. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Zeit! Ach, Kacke! Wo ist die Zeit stehen geblieben? 40.05, hallo, ehrlich, come on! Gut, wir haben Skrillex-Musik, das heißt schon mal wieder, ich werde das Rennen holen, wie ihr wisst. Sobald Skrillex läuft, bin ich gut drauf. So. Wollen wir das mal ownen hier. Ownen! Wuhu! Oh my god! So, los geht's! Los geht's hier! Ich hab auch hier mal einen Drift hinbekommen, schön!